Manche Leute sagen, es gibt eine Heilung durch die Verbindung zum Propheten. Was sagt Al-Sunnah dazu? Was meinst du jetzt? Es gibt Heilung durch die Verbindung zum Propheten. Ja, was ist das? Ja. Ich habe eine Frage, und zwar mein Vater, der ist ja kein Muslim. Und wenn er jetzt Geburtstag hat oder so, kann ich. Moment, bitte, Moment. Was meint man mit Heilung durch die Verbindung zum Propheten? Der Prophet ist gestorben. Und der Prophet kann uns jetzt nichts tun. Und wenn du von dem Propheten verlangst, dann begehst du Schirk mit Sicherheit, ohne Zweifel. Weil der Prophet seine Tochter Fatima gesagt hat, Fatima. Der sagt, Fatima, rette dich vor der Hölle, ich kann für dich nichts tun. Deshalb unsere Verbindung ist direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir etwas brauchen, dann bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wissen, dass der Prophet gestorben ist. Übrigens, es gibt manche, die sagen, nein, du darfst nicht gestorben. Du darfst nicht sagen, dass er gestorben ist. Er selber sagt, Allah hat ihm das im Koran gesagt. Das wird Allah hat ihm gesagt, du wirst sterben und sie werden sterben. Die Sahaba haben gesagt, o Gesandter Allahs, wie sollen wir dir Heil und Segen schenken, wenn deine Knochen schon, sage ich jetzt, zermalt sind. Dann sagt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad und so weiter und so fort. Deshalb, barakallahu fikum, ist bekannt, dass der Prophet gestorben ist und der Prophet kann für uns jetzt nichts tun und dass man vom Propheten verlangt, von ihm jetzt verlangt, das ist Schirk mit Sicherheit, aber von Allah subhanahu wa ta'ala kannst du alles. Und diese Verbindung zum Propheten, wie soll man das machen jetzt? Wie Sheikh Nazim, dass er mit dem Propheten telefoniert, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt manche, die behaupten, dass sie mit dem Propheten telefonieren. Ich meine, dieser Quatsch, kein vernünftiger Muslim, der ein bisschen Verstand hat, wird sowas glauben.